Ja, ihr seid gerade rechtzeitig gekommen, um die Vorbereitung für den großen Angriff auf die Relaisstation mitzuerleben. Das ist meine Station. Die sieht total schön aus. Wollen wir uns mal von außen angucken? Was ist das da eigentlich? Mammut, Angreifer. Ach, das ist das Konstruktionsschiff. Okay. Also darf ich vorstellen, hier drei Solarzellen Fabrikationen. Dann eine wahnsinnige... Warte mal, Feind gesichtet? Moment, wo? Wo ist hier ein Feind gesichtet? Was redet ihr da? Hier ist kein Feind gesichtet. Egal. Hier eine wahnsinnig schöne Produktion, die demnächst auch noch ausgebaut wird. Das Wichtigste dürfte sein, alle meine Schiffe sind da. Hier werden leider noch irgendwelche Sachen produziert, die irgendwie noch nicht angekommen sind. Und jetzt würde ich mal sagen, lagern wir mal alles, was angreift, lagern wir jetzt mal um hier. Also mitfliegend wird Delias Schwanengesang, das ist der große terranische Zerstörer und hier der, das ist der Kreuzer, der Zerstörer, egal, zwei Kampfschiffe. Ich werde landen auf dem hier, warte mal, wo bin ich denn? Da drehen wir uns mal ganz kurz um. Wo ist er denn? Muss einer von denen sein. Ah, da hinten sehen wir sie, ja. Delias Schwanengesang, genau, den wollen wir haben. Da fliegen wir hin. Auf dem landen wir. Die Katana und die Cobra, also die beiden M-Schiffe, lassen wir, glaube ich, hier. Aber die zwei Großpötte nehmen wir mit. Odysseus, Angreifer. Und mit den beiden werden wir mal versuchen, den Angriff zu fliegen. Ob das was wird oder nicht, das werden wir dann sehen. Undock-Erlaubnis erteilt. So, warte mal, wo darf ich denn andocken? Da. Schwupp. Sieht ja schon irgendwie recht imposant aus, ne? Wie irgendein Schiff aus Homeworld oder so. Apropos, Homeworld 3 wurde, glaube ich, verschoben. Aber das nur so am Rande. So. Gleich vorweg, ich habe beide nicht sonderlich gut ausgerüstet. Hoppala, boing. Uah. Ich habe beide nicht sonderlich gut ausgerüstet. Ich fliege aber zusammen, das geht auf keine Kuhhaut. So, nochmal. Das Schiff hier hat zwar alle möglichen Waffen, aber zum Beispiel hier die Odysseus, die hat nicht alle Waffen. Aber, also die Hauptwaffen fehlen ihr. Aber es hat halt die, die Einzelwaffen, die Punktverteidigungswaffen. So, was ich mich jetzt frage, ist, wie packt man die zusammen in eine... und eine Staffel. Mit Kommandanten, für Kommandanten bombardieren. Kann man die nicht zusammen in eine Staffel tun? Die zwei Schiffe da? Naja, ich probiere die erstmal. Ich lasse die erstmal dahin fliegen. Ich will den zusammen mit einer... Ich will den hier, den Odysseus-Angreifer, will ich mit dem in eine Staffel tun. Das wird doch irgendwie funktionieren, oder? Bis auf weiteres folgen. Okay, Crew transferieren mit. Ne, Waren transferieren mit. Kommandant verteidigen. Mit Kommandant für Kommandant einfach bombardieren. Kommandant folgen. Das Benehmen des Kommandanten nachahmen. Das klingt eigentlich... Klingt eigentlich am besten, oder? So. Das heißt, du, mein Freund, fliegst jetzt. Ich hoffe, dass mit dem Nachahmen klappt. Was soll sie denn da? Ach Gott, was ist denn hier los? Ja, egal. So, du, mein Freund, fliegst jetzt dahin. Delias Schwanengesang und greifst an. Angriff koordinieren. Alle Oberflächen angreifen hier. Einfach angreifen. So. Jetzt müsste das Ding sich bewegen. Ja, tut es auch. Ich stehe mal auf. Achso, wir sollten auch speichern. Falls die Sache nämlich in die Hose geht. Wir müssen nämlich durch einige Xenon-Gebiete fliegen. Dann habe ich den Verdacht, dass das Ding ordentlich was auf die Mütze geben könnte. So, eigentlich müsste man die Schlacht ja hier von dem Punkt aus beobachten, aber...
Wir gehen mal lieber auf die Brücke. Der Weg könnte jetzt auch eine Weile dauern, aber in der Zwischenzeit können wir ja einfach so ein bisschen den Stationenbau koordinieren. Also wir sind jetzt unterwegs. Was ist das denn hier für ein schickes Deck? Das ist mein Kommandante. Er wird das schon irgendwie machen. Das Ding wendet jetzt. Was ziemlich geil ist, muss man sagen. Also wie gesagt, das Ding ist voll ausgestattet. Das hat alle Geschütze. Das Ding da hinten, dieses Ding da, hat nicht alle Geschütze. Das hat also die Hauptwaffen nicht, sondern nur die Geschütztürme. Wir werden allerdings sehen, ob das dann trotzdem hinhaut. Zwei Großkampfpötte, ich glaube, sind L-Schiffe. Zwei L-Schiffe fliegen durch das Xenon-Gebiet. Ja, lass das mal an der Außenansicht. Und in der Zwischenzeit, ich glaube, es gibt ja gerade Schub, ja. In der Zwischenzeit gucken wir mal uns an, was hier noch so... Wie fliegt er denn eigentlich? Spult er gerade oder was macht er? Hört ihr das? Keine Ahnung, wie er fliegt. Ich gucke gerade, wie er fliegt und wohin er fliegt. Also er kommt definitiv da an. Warte mal, er fliegt hier durch. Hier durch. Dann wird er wohl hier durchfliegen. Dann fliegt er da durch. Direkt an der Xenon-Station vorbei. Das wird lustig. Hier ist ein gewaltiger Angriff der Xenon. Wobei, ich glaube, die Xenon kriegen hier einfach mal ganz gewaltig auf die Haselnuss. Ja, das ist okay. Haben wir wenigstens ein bisschen Zeit ziehen. Jetzt frage ich mich, ist das andere Schiff mit dabei oder? Nö. Doch, das ist die Cobra. Nee, das ist es. So. Du, mein Freund, folgst dem bitte mal. Bis auf weiteres, warte mal, können wir das mal bitte... Befehle, alle, entferne alle Befehle. So, bis auf weiteres folgen. So, dann machen wir das so. Wenn du nie willst, dann wende ich halt Gewalt an. Und der hat jetzt irgendwie... Was hat der für einen Befehl? Der hat gar keinen Befehl. Gut. Dann fliegst du bitte dahin. Angreifen. So. Jetzt habe ich hier den falschen ausgewählt, ne? Das ist der blöde Barracuda. Ich krieg die Krise. So, warte mal. Entferne alle Befehle. Andocken und warten. Odysseus. So, nochmal Odysseus. Wie man ihn überhaupt nicht dazu kriegt, bis auf weiteres folgen, verdammter Mist. So, hat er es jetzt hingekriegt? Ja, jetzt fliegt er los. Okay. Gut, gut. Ich bin mit Flottensteuerung bin ich noch ein bisschen überfordert, aber das gucken wir dann mal. Während wir dahin unterwegs sind, gucken wir mal ganz kurz hier in die logistische Übersicht. Ja, das Geld kommt wieder ein bisschen rein, das ist okay. Viel wichtiger ist allerdings, dass der Bau vonstatten geht. Der braucht irgendwie so aus irgendeinem Grund ein bisschen lange. Was wir natürlich mal machen können, ist... Ach komm, wir lassen ihn. Wir haben es ja nicht eilig. Wir machen jetzt erstmal den Angriff. Oh, guck mal hier. Da sind nämlich ein paar fertig geworden. Zwei Schiffe. Sehr gut. Tümmler Mineralien. Da können wir nämlich mal sagen, hier mein Freund...
andocken und warten. Nee, für Kommandant Schürfen. Für Kommandant Schürfen. Jetzt ist die Frage, wo schürft der denn? Wer schürft für Schürfen? Das müssten die 5 sein, ne? Das sind 3, ja. Für Kommandant Schürfen in die Alpha. Ja. So, der schürft für den Kommandanten und das macht der bitte auch hier. Der andere. Der da. So, für Kommandant Schürfen. Das müssten jetzt immer noch die hier sein. Jo. So. Das heißt, wir haben jetzt hoffentlich auch hier. Wie sieht's hier aus? Fliegt ihr noch gut was zusammen? Keine Ahnung, was er da macht. Er wird das schon wissen, was er da tut. Ecke weiß nicht, was er da treibt. Er ist sich noch nicht so ganz sicher. Er ist, glaube ich, an der Station vorbei, also an dem Schiff vorbeigekachelt hier. Ja, Quatsch, an dem Tor. Immerhin hat so die Odysseus ein bisschen Zeit aufzuholen. Die KI ist manchmal wirklich ein bisschen strange. Erreiche System, Morgenstern. Was ist mit geometrischer Eule? Der hat einen Sprung gemacht, kann das sein? Egal, wir sind unterwegs, alles gut. So, diese beiden Schiffe, die beiden neuen Schürfer sind unterwegs. Hier wird geschürft, dass die Schwarte kracht. Der Barracuda fliegt hinterher, weil er, keine Ahnung, weil ihm langweilig ist. Und die Cobra und die Katana bleiben hier. Er kann sich ja nicht bewegen. Ja, okay. Nochmal einen Blick auf die Bauplanung. Da müsste ich mal tatsächlich, weil Geld haben die ja genug. Verfügbare Geldmittel für Bau 6,3. Das ist alles okay. Er baut nur gerade nicht. Frag mich nicht warum. Aber das kann immer so ein bisschen dauern, bis die KI anspringt. Und deswegen gucken wir mal. So, was macht er hier? Da ist irgendwas angekommen gerade. Super, mir direkt vor die Nase gesprungen. Er hat den Verdacht, es fliegt sich besser, wenn man... Keine Ahnung, wo der jetzt hinfliegt. So, Delias, was macht denn der verbleibende Fracht? Befehle angreifen von der Stärkerstation. Ja, dann flieg doch mal. Im Moment macht er halt gar nichts. Er soll ja da eigentlich andocken. So, jetzt fliegt er, glaube ich, gleich los. Es ist ein Akt. Die KI ist ein Akt sondergleichen. Bin gespannt, ob er gleich losfliegt. Wir müssen auch daran arbeiten, diese Relaisstation zu finden. Terraner sind nicht gerade für ihre endlose Geduld bekannt. Ich weiß doch, wo die Relaisstation ist. Du Napfsülze. Ist ja nicht, wovon du redest. Oh, ich überlege, ob ich den manuell dahin fliege. Das könnte ich natürlich auch machen. Ja, jetzt nimmt er Fahrt auf, ihr hört's, ne? Oh, guck mal, er baut weiter, das ist schon mal schön. So, mein Besitz. Gas, 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 Mineralien, sehr schön. So, jetzt müssen wir uns langsam schon mal darum kümmern, dass wir hier sagen, dass wir hier die Sachen einstellen, ne? So, wir haben ja jetzt zum Beispiel Helium. Jetzt gucke ich hier einfach mal ab. Die
die Menge, sagen wir mal, hier haben wir 24 drin, Methan haben wir auch 25 drin, Erz haben wir drin, ist ein Feststoff, da haben wir, das gucken, automatische Kaufmenge, automatische Frachtraumzuweisung, das machen wir hier bei Silizium auch, automatische Kaufmenge. Wir machen aber ein Kaufangebot. Und zwar überlassen wir ihm da die Kaufmenge und die Preisfindung, sonst gibt es da Probleme. So, und zwar Kaufangebot erstellen, automatische Kaufmenge, Preis. So, was wir jetzt allerdings machen, ist hier, wir müssen noch umstellen, und zwar müssen wir Handelsregel 1, warte mal, wo ging nochmal die Handelsregeln? Jetzt fängt der Murks nämlich an. Handelsregeln. Logbuch, Transaktionen, Nachrichten, Personalverwaltung, Kontoverwaltung, globale Befehle. War das globale Befehle? Globale Befehle. Ich bin mir. Handelsregeln. Da Handelsregel 1. Stationshandel, alle Fraktionen. Zufügen, entfernen. Jetzt muss ich erstmal gucken, was hier überhaupt Sache ist. Was habe ich denn bei Handelsregel 1 eingestellt? Ach, da habe ich die alle, warte mal, da habe ich da alle überall. Fraktionen zufügen, entfernen, zusätzlich beschränkte Fraktionen, genau. Ja, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Er ist unterwegs. Und zwar, damit er nur von meinen Frachtern Zeugs kauft, das wollen wir nämlich verkaufen, Silizium, das wollen wir auf keinen Fall hier. So, wir wollen nur von unserem eigenen Silizium handeln, da sagen wir mal hier, erstelle, bearbeite, regeln, warte mal, wo war denn das jetzt, Stationseinstellung verwenden, nein, wir wollen eine Handelsregel, und zwar Handelsregel 1. So, jetzt kauft er nämlich nur von mir, von allen anderen stehen nämlich laut Handelsregel auf der schwarzen Liste, jetzt kauft er nur von mir, in Anführungsstrichen, Silizium. So, das heißt, das Silizium müsste jetzt bei mir, nicht genügend Rohstoffe für Produktion, ja, jetzt müsste das Silizium bei mir reinkommen, jetzt müssten meine Frachter irgendwann anfangen, also die normalerweise hier Erz schippern, die müssten dann irgendwann anfangen, Silizium zu holen. Wo sie das allerdings tun, weiß ich nicht, das müssen wir noch gucken. So, fliegen wir eigentlich hier langsam mal in der Gegend rum irgendwo. Ja, wir fliegen weiter, das ist okay. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen hier. Was ist jetzt passiert? Achso, wieder irgendwas gekriegt. Okay. Das wird so ein Desaster, dieser Flug. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So. Jetzt haben die hier Probleme. Kein Käufer in Reichweite. So, was hat denn der geladen? Darf ich mal bitte gucken? Informationen. Was hast du geladen, mein Freund? Erz. Achso, du hast nichts geladen, weil. Also der findet nichts, weil. Passt auf, ich zeig's euch. Weil das voll ist. Erz. Automatische Frachtraumzuweisung. Der Rest müsste dann nämlich mal hier drinnen landen. So langsam wird's voll hier. Vielleicht sollte ich noch ein Feststofflager bauen. Komm, wir bauen das mal gleich weiter aus. Wir haben ja noch Zeit. Wir sind ja hier eh noch am Bauen, Bauplan. Jetzt bauen wir hier noch ein Feststofflager ran. Wir haben ja hier, was ist das? Das ist ein Containerlager. Wo sind die Feststofflager? Das sind die Flüssiglager, Flüssiglager, Flüssiglager. Und dann sind das da unten die Feststofflager, richtig? Feststoff, Feststoff, Feststoff. Dann setzen wir unten noch, das passt ja sehr gut hier, Containerlager. Wo sind denn die Lager? Dockmodule. Feststoff. Schwupps. So, Feststofflager. Noch eins. Ne, komm, es reicht erstmal. Moduländerung übernehmen.
So, zumindest die. Erreiche System. Adäquat Entscheidung. Ja, das Ding ist jetzt fertig hier. Das produziert jetzt ordentlich Zeugs. Also das hier wird eine Verwaltungsfolge. Wenn nicht noch irgendwas Schlimmes passiert, das werden wir dann sehen. So, und jetzt irgendwann müsste dann auch Silizium reinkommen. Nur nicht ganz sicher, wann. Kaufen Superfluid-Kühlmittel. Ja, kauft mal ruhig. Hast du doch, ist doch alles gut. So. Jetzt wird's gleich lustig, weil jetzt fliegen wir hier gleich bei dem Xenon. Na, wobei, die haben mittlerweile die Xenon-Verteidigungsstation zerstört. Es wird trotzdem gleich lustig, weil wir fliegen gleich ins Xenon-Gebiet. Ha, das wird ein Spaß für wenig Geld. Nochmal kurz gucken, sind wir unterwegs? Da fliegt komische Sachen zusammen. Aber er wird das schon machen. Rufzuwachs, aha. So, bevor wir da in das Xenon-Gebiet gehen, muss ich nochmal speichern. Logische Übersicht. So, hier ist auch überall das Lager voll. Das heißt, im Moment haben wir so ein bisschen Stau auf der A3. Weil wir hier. Ich brauche echt mal einen großen Frachter. Schlimm! Bei mir staut sich gerade alles. Haha, bei Fleck staut sich was. Ah, jetzt kommt hier langsam mal der ganze Mist rein. Ich sehe schon. Okay, sehr cool. Dann geht hier langsam mal der Bau vonstatten. Gut, gut. So, er dreht sich immer noch. Er muss ja halt einmal drum rumfliegen. Das, die gute Nachricht ist, der Odysseus-Angreifer fliegt uns hinterher. Ist auch schon mal eine gute Geschichte. Was ich mich jetzt frage. Nee, Bäume nicht fragen. Alles gut. Flieh, mein Freund. Naja, er ist halt nicht der Schnellste. Ich bin so gespannt, wie der Kampf vonstatten geht. Ich habe einen Erzstau. Ich habe einen Erzstau. Lass mich raten, die hier stauen sich auch. Ja. Was baut denn der ab hier? Baut wenigstens irgendeiner Silizium ab? Das würde mich mal st stark interessieren. Ja, Tatsache. Nee, der baut Helium ab. So, ich glaube, wir sind unterwegs. Oder auch nicht. Fliegen wir? Bewegen wir uns? Fliegen wir? Diese beiden Schiffe sind der Hammer. Naja, ich glaube, er bewegt sich irgendwie. Er bewegt sich nüscht. 4 Meter die Sekunde. Super. Na gut, geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Jetzt spult er. Jetzt spult er. Und Kasimski. Jawohl. Ist schon ein netter Anblick, ne? Juhu. War aber knapp, mein Freund, würde ich sagen. So, wir speichern mal kurz, falls es irgendwo schief geht. Ihr habt mir gesagt, die zwei Großkampfpötte reichen dicke, um das zu zerstören. Wir werden es sehen.
So, durch dieses Tor springen wir und dann sind wir im Feindgebiet. Der hinkt ein bisschen hinterher. Aber er kommt. Ich glaube, der ist allgemein schneller, insofern passt das schon. Die Argonen machen hier eine gute Arbeit, ja. Hier müsste man eigentlich mal plündern gehen. Guckt euch das mal an. Die machen hier gute Arbeit. Ich mache mal heute ein bisschen länger. Da könnt ihr mir sicherlich einige Tipps zu geben, was ich hier treibe oder auch nicht treibe. Da kauft einer. Nee, da verkauft einer Gas. Hier verkauft doch mal den Mist, Freunde. Hier, da verkauft einer Mist. Superfluid, da verkauft aber auch nur so Minimengen. Ja, wir brauchen einfach mehr Laderaum. Auch ein neues Containerlager. Komm, machen wir ganz einfach. Wir machen jetzt mir Nägel bei der Köppe, bei der Fische. Wir setzen hier mal ein weiteres Containerlager dran. Das ist zwar irrsinnig teuer, aber pfeift der Hund drauf. Was ist das hier? Das ist ein L-Container, ne? Ne, nicht so, sondern so. Bodencontainer L-Lager. Ja, komm hier, komm, sag mal, du Änderung übernehmen. Pam, so. Jawohl. Wer greift an? Hier wird nicht angegriffen. Da sind schon wieder Xenon, aber die ignorieren wir natürlich. Und fliegen. Da sind auch Xenon. Tschüssi. Huhu. Lauter Xenon. Bin mal gespannt, ob der sich einmischt. Ich habe ihn ja eigentlich auf Verteidigen gestellt. Aber ich glaube, das ist zu weit weg, oder? 8 Kilometer, ja, das müsste zu weit weg sein. Zack, außerdem ist er kaputt. Ist da noch wer? Nein. Alles feini. Das machen die schon ganz gut hier, die, wie heißen sie? Nee, wir lassen ihn mal auf Verteidigen. Der hier hat, wie gesagt, diese großen Geschütze da unten. Die da, die drei, das müssten die Hauptgeschütze sein. Soweit ich das sehe. Dann hat er noch jede Menge kleine. Ich bin mittelmäßig gespannt, wie das ausgeht. Was ich jetzt noch nicht geguckt habe, ist Folgendes. Beim Bau, wie viel Kohle die ganze Sache im Moment kostet. Voraussichtlicher Preis für alle Materialien. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Schluckvakuum. Das ist auch wieder so ein... Könnt ihr jetzt natürlich argumentieren, dass man kein Vakuum schlucken kann, aber... So, ich guck nochmal nach, wie es hier aussieht. Informationen. Wenn wir jetzt hier auf die Einstellung gehen, dann stehen alle Geschütze auf Verteidigen. Was könnte man sie noch stellen? Alle Feinde angreifen, dann würden sie von sich aus schießen. Großkampfschiffe angreifen, ja, Jäger angreifen. Ja, Raketenabwehr, meinen aktuellen Feind angreifen. Ja, das sind alles so Sachen, wo man sich dann überlegen könnte. Vier große Geschütze müsste der haben. Fünf große Geschütze. Sechs, sieben große Geschütze. Eigentlich müsste acht große Geschütze. Wie viele Geschütze hat denn der? Bolzen, alles Bolzen. Egal, wird schon irgendwie klappen. Wir gucken einfach mal, was er treibt. Wie gesagt, wir haben ja gespeichert. So, jetzt müsste er springen. Und Sprung.
Nee, noch nicht. Okay. Greif mich doch mal einer an. Ich will wissen, wie die Geschütze loslegen. Da unten ist mein kleiner Freund. Hier, der gar nicht so klein ist, ne? Wie gesagt, dieses Ding hat halt nicht... Odysseus, Angreifer. Sie werden schon mehr Schaden austeilen müssen. Schwupps. Gefährliche erreiche System. Tarkas Zusammenbruch. So, jetzt geht's nämlich los. Wo fliegen wir denn jetzt hin? Das ist die Frage. Wo ist er denn? Wo bin ich denn? Da. Jetzt fliegt er hier durchs Xenon-Gebiet. Ist natürlich nie mehr so lustig. Witzigerweise haben sich hier die Argonen schon niedergelassen, wie man hier sieht, ja. Und wenn wir Glück haben, naja, wir kommen schon an den Stationen vorbei. Naja, wir gucken mal. Ich hoffe, das geht gut. Jetzt dreht er sich wieder so komisch. Aber das wollt ihr ja sehen. Ihr wollt ja eine Schlacht sehen, ne? Ihr habt ja Interesse daran. Ich speichere nochmal, ja. Ein letztes Mal, damit wir quasi hier dann neu anfangen können. Ich habe nämlich den Verdacht, wenn wir in Bedrohung kommen, dann gibt es richtig eins auf die Haselnuss. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Ja, nicht. Überhaupt nichts gefährlich. Zün. So, wir sind unterwegs. Was sagt die logische Übersicht? Ah, guck mal, wir haben schon wieder 800.000. Das passt schon. Oh, wir haben ein bisschen Erz verbraucht. Das ist ja schon mal ganz gut. Veredelte Metalle. Hüllenteile, die werden alle gekauft. Das ist gut. Quantumröhren nicht so, aber hey. Ich weiß nicht, was er da treibt. Aber wir trauen ihm mal. Was macht unser Freund hier unten? Der kann sich immer noch nicht entscheiden. Der wird angegriffen. Hallo? Gefahr. Gefährliche Region. Ja, aber der ja zack zerstört. Komm, der müsste das eigentlich ohne Probleme reißen hier. Großkampf-Mobs, da müssten sich hier die. Der müsste hier voll aufs Maul kriegen. Schade, dass ich mir den nicht angucken kann. Wir können in die Livestream-Ansicht gehen. Ah, ich werde angegriffen. Wehr dich. Oh, er wehrt sich. mit was für Kanonen wehrt er sich denn da? Ey, schade, ich wollte das sehen. Zip. Zip, wo fliegst du hin, Junge? Schöne Kanonen hat er da. Ja, er wehrt sich. Das ist okay. Interessante große Wumms. Ich kann leider die Kamera nicht drehen. Also, wer sich jetzt beschwert, das funktioniert nicht. Was kommt denn da vorbei? Er dreht sich immer noch. Wie sieht es hier mit dem Pott aus? Ich glaube, der hat alles vernichtet. Oh, okay, der hier kriegt als letztes auf die Mütze. Also entweder habe ich sie vernichtet oder er hat sie vernichtet. Jedenfalls sind wir jetzt gesprungen. Was zum Henker ist das hier eigentlich? Das war eine Verteidigungsdrohne oder was war das? Keine Ahnung. Die haben wir jetzt zurückgelassen. Schade dafür. So, da kommt jetzt schon der... Ich glaube, wir kriegen jetzt hier schon mal Gesellschaft. Ne, der greift wen anders an. Gefahr. Gefährliche Region entdeckt. Was ist das? Was ist das da unten? Verteidigungsdrohne. Achso. Der greift meine Verteidigungsdrohne an. Greift an, wehrt euch. Die Verteidigungsdrohne braucht Unterstützung. So ein Lümmel.
So, jetzt greife mich doch mal an. Ich will sehen, wie der Großprotz sich wehrt hier. Jetzt greift er an. Los, wehrt euch. Jawohl. Brrrt. Juhu. So, mein Freund. Aus die Maus. Schluss mit lustig. Bratz, bratz. So, das war er. Sehr schön. Ach, das ist mein anderer Pot, der mitmacht. Er ist schon cool. Britz, bratz, ausgeschnippt, ausgeknipst. Sehr gut. Fein. Sie wehren sich. So, jetzt sind wir hier in den... Und die Schilder haben wir nicht mal gezuckt. Ist alles okay. So, und weiter geht's beim nächsten Mal, liebe Zocker und Tutor, weil hier ist schon wieder Aufnahmestopp. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Auf dem Feldzug. Hahaha.